Hey Leute, heute filme ich mal so ein First Impression Haul für euch ab, weil ich so dachte, das wäre irgendwie ganz cool, wenn ihr so direkt meine Live-Reaction seht und so. Und genau, ich habe mir hauptsächlich so Frühlings- und Sommersachen rausgesucht, weil es halt jetzt auch wärmer wird und so. Und ich halt auch echt nicht mehr viele Sachen hatte. Also ich glaube, ich packe jetzt als erstes mal dieses Hollister-Paket hier aus. Ich habe hier auf jeden Fall so drei Teile. Einmal habe ich mir so ein Zweiteiler-Set geholt. Das ist, das besteht aus so einer kurzen Leggings, also diese eng anliegenden Radler-Shorts, genau. Und so einem Top dazu, weil ich fand es irgendwie cool, wenn es passend ist. Ich weiß auch nicht, irgendwie finde ich das so fancy, ja. Und dann habe ich mir halt noch eine kurze Hose bestellt, weil, ja, kann man immer gebrauchen so. Also ich muss mein Stativ irgendwie die ganze Zeit hoch und runter machen, weil, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie noch keine bessere Lösung gefunden, weil mein Stativ ist echt zu klein, als dass ich es direkt hinstellen könnte. Deswegen steht es die ganze Zeit auf so einem Stuhl. Richtig lost auf jeden Fall. Aber ja, ich hoffe, ihr könnt es trotzdem irgendwie alles sehen. Meine Hose sieht erstmal so aus. Finde ich eigentlich voll cute so. Ich weiß nicht, ich finde, die hat voll die gute Länge, weil die geht so bis unter den Arsch, aber ist zu lang so. Ich finde es eigentlich voll nice, dass sie so ein bisschen kürzer ist. Genau, finde ich voll schön. Ich weiß nicht, ob man den Stoff gut erkennen kann. Ist auf jeden Fall so voll das schöne Grau. Und die sitzt halt auch echt perfekt irgendwie. Finde ich echt nice und ist auch innen richtig warm. Also das ist hier so nicht gefüttert, aber halt so, ich weiß nicht, wie man diesen Stoff nennt. Ist halt so ein bisschen wärmer auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt jetzt das Set irgendwie gut sehen können so. Ich weiß nicht, ich muss sagen, mit der Hose bin ich nicht ganz so zufrieden, weil ich dachte, dass dieser Bund hier so ein bisschen höher sitzen würde. Ich glaube, das wird dann irgendwie besser aussehen, also zumindest so an meiner Figur halt. Und ich finde, das würde halt auch hinten dann besser passen, weil so finde ich das von hinten nicht ganz so geil. Aber ich finde es trotzdem eigentlich voll schön. Also so in Kombination finde ich es nice. Und bei dem Oberteil hier braucht man auch irgendwie gar kein BH. Also ich glaube, theoretisch wird auch einer drunter passen. Aber ich weiß auch nicht, ob das dann mit den Dingern hier so gut aussehen würde. Deswegen finde ich es auch echt nice, dass es mir so passt. Das Oberteil, habe ich gerade geguckt, habe ich in XS. Und die Hose habe ich mir in S geholt. Die andere Hose habe ich mir auch in S geholt. Also nur damit ihr so circa wisst. Also ich bin so 1,61. Und ja, meine Körperform und so seht ihr so circa. Genau, also dann könnt ihr vielleicht so daran irgendwie abgleichen, so falls ihr euch auch was bestellen wollt, ob es euch passt. Generell feiere ich auf jeden Fall solche Zweiteiler-Dinger voll. Ich glaube halt auch, dass die Hose irgendwie nicht ganz der gleiche Farbton ist wie das Oberteil. Und das finde ich ein bisschen weird, weil das war so, also ich glaube, das war so ein Set. Oder vielleicht habe ich es auch nur gedacht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, finde ich es halt nicer, wenn es so exakt die gleiche Farbe wäre. Aber ich glaube, es fällt sowieso fast niemandem auf, wenn wir mal ganz ehrlich sind, so draußen. Und deswegen finde ich es eigentlich insgesamt echt nice. Jetzt kommen wir dann auch schon zu meiner ASOS-Bestellung. Das hier ist das erste Teil. Ich habe mir so eine Radler-Shorts, die man halt gut zum Sport oder so anziehen kann, geholt. Ich zeige das euch mal von hinten. Also ich muss sagen, irgendwie finde ich persönlich, dass sie meinen Arsch irgendwie voll flach macht. Und das mag ich jetzt irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht. Den Bund hier oben finde ich auf jeden Fall nice. Der macht auch voll die schöne Figur. Nur von hinten. Ja, ich weiß nicht. Die sieht halt nicht so geil aus. Aber naja, wenn ich sie zum Sport einziehe, passt das eigentlich auch. Und ja, aber ich finde an sich hat die auch voll die gute Länge. Ich bin mir gerade auch irgendwie gar nicht sicher, in welcher Größe ich die habe. Ich finde auch gerade irgendwie gar nicht so, an der Hose steht das nicht direkt drauf. Aber ich finde auch nicht mehr in dem Bestelldings, wo das dann steht. Aber ich denke mal, dass ich die in S oder in M habe. Also ich habe immer eins von beidem so genommen. Weil bei Hosen ist halt bei mir voll oft so, dass sie hier hinten irgendwie mir zu knapp sind so. Und ja, deswegen hole ich die auch manchmal in M. Und genau. Aber finde ich auf jeden Fall auch voll die schöne Farbe, ne? Muss man auch mal ganz kurz appreciaten. Richtig so himbeerig irgendwie. Okay, wow. Oh mein Gott, Leute. Ich habe gerade eben die Hose hier anprobiert. Das ist so eine Mom Jeans von Pull&Bear habe ich die. In der Größe 36. Also ich verlinke euch generell auch alle Sachen mal unten in der Infobox, falls ihr die nachkaufen wollt und so. Aber ich kam gar nicht drauf klar. Ich habe so gehofft, dass diese Hose passt, weil ich habe so ein Problem mit Hosen wirklich. Und das extra so eine, die hier oben am Bund so stretchy ist. Und dadurch passt die mir auch gut, weil irgendwie ist meine Taille hier halt immer viel schmaler als meine Oberschenkel und mein Arsch und alles zusammen. Deswegen passen mir normalerweise in die Hosen, aber oh mein Gott, die sitzt so geil. Warte, ich zeig die euch. Ich freue mich gerade so.
Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht, aber die sitzt halt eigentlich weiter unten. Aber jetzt, wenn ich sie hochmache, ist sie natürlich weiter da. Aber die sitzt so, so geil. Ich weiß nicht, ob man überhaupt irgendwas sieht, weil irgendwie ist es auch gerade voll dunkel. Aber ich versuche euch sonst irgendwie mit dem Handy nochmal eine Aufnahme zu machen, es euch einzublenden oder so. Diese Hose ist so krank, oh mein Gott. Ich komme gar nicht drauf klar. Also die sitzt zwar voll locker und so, aber das gehört glaube ich auch so. Und die ist so bequem. Die Hose ist auf jeden Fall halt auch aus der Petite-Abteilung, weil irgendwie passen mir normale Längen nie. Also ich muss sie dann immer so 5-mal umkrempeln, dann denke ich mir so, ja, nee, dann will ich es auch nicht so. Das sieht dann halt immer voll dumm aus, wenn da unten so voll der fette Rand ist. Aber bei der Hose hier ist es halt echt so nice. Ich freue mich gerade so, dass sie mir so gut passt. Als nächstes habe ich hier so ein Oberteil. Das finde ich auch richtig cute auf jeden Fall. Ich finde, es hat eine gute Länge, weil manchmal sind die ja so ein bisschen arg kurz. Aber das mag ich auf jeden Fall. Und wie ihr sehen könnt, ist es halt so ein bisschen so, also man sieht jetzt nicht den BH durch die Farbe und so, aber würde man wahrscheinlich schon, wenn es eine dunkle Farbe wäre. Aber halt so die Umrisse und so, deswegen, weil es ist halt ein sehr, sehr dünner Stoff. Aber gut, da kann man ja irgendwie halt gucken, dass man einen BH findet, der darunter gut passt und so. Und genau, aber an sich finde ich es eigentlich voll schön. Ich finde auch, dass das voll gut passen würde zu der Hose hier. Also so die Kombination. Ja, auf jeden Fall sehr nice. Ganz kurz, ich habe irgendwie die ganze Zeit vergessen zu sagen, welche Größe das ist und so. Aber ich verlinke euch das ja sowieso in die Infobox und dann schreibe ich einfach dazu noch, welche Größe ich genommen habe. Nur damit ihr Bescheid wisst. Und dann geht es auch schon weiter mit dem nächsten Teil. Da weiß ich auch nicht genau, wie ich es euch zeige, weil ich habe mir so ein T-Shirt-Kleid bestellt. Auf jeden Fall oben ist es so richtig weit. So ist es von den Armen her. Man könnte theoretisch auch so einen Gürtel oder so drauf anziehen, aber ich feiere das eigentlich mehr, wenn es einfach so voll locker fällt. Es geht mir ein bisschen über die Knie so. Ich finde es auf jeden Fall richtig schön. Und weil ich T-Shirt-Kleider so liebe, habe ich mir auch noch ein zweites bestellt. Das hier ist von Vans. Ich fand das halt voll nice, weil es auch wieder so eine kräftigere Farbe ist. Und in so einem Pink-Lila. Finde ich auf jeden Fall richtig schön. Ich versuche euch jetzt auch das mal in ganzer Länge dann zu zeigen. Das Einzige, was ich bei dem Kleid nicht so mag, ist, dass es unten so ein bisschen weit ist. Also es fällt halt nicht so nice, es fällt halt so ein bisschen. Das finde ich halt nicht so geil, aber ja, also das stört mich jetzt auch nicht so arg. Aber das ist halt das Einzige, was ich so ein bisschen bemängeln würde. Und ich finde es auch voll nice, dass das hier so drauf gestickt ist. Also das ist so, fühlt sich richtig qualitativ gut an. Und ja, ich finde es auf jeden Fall richtig schön. Und ich kann mir das auch voll nice vorstellen, wenn man dazu so Schmuck anhat. Dann so irgendwie so eine schöne Kette oder so. Und auch wieder so Sneaker. Kann ich mir auf jeden Fall richtig schön vorstellen. Und habe ich auch richtig Bock, das schon anzuziehen so. Yes! Dann als nächstes habe ich mir auf jeden Fall noch so eine gerippte schwarze Leggings bestellt. Ich muss sagen, die passt eigentlich echt gut. Also die ist so ein ganz bisschen zu lang an meinen Beinen, aber ansonsten echt nice. Also wenn ihr mich schon länger auf meinem Kanal verfolgt, dann habt ihr bestimmt schon mitbekommen, dass ich ziemlich viel Sport mache. Und deswegen brauche ich natürlich auch viele Sporthosen. Aber ich habe halt jetzt echt nur noch so 2, 3 oder so, glaube ich. Deswegen habe ich mir nochmal ein paar bestellt. Also die erste Hose, die ich habe, ist auf jeden Fall von Nike. Die hat auch voll die gute Länge, finde ich auch. Ich zeige sie euch mal von hinten. Nur hier vorne, wie ihr seht, ist die halt sehr locker, weil ich habe die extra M bestellt. Weil die mir sonst nie passen hinten. Aber ich meine, man kann die einfach so zubinden. Und dann passt das eigentlich auch. Und dann ist die auf jeden Fall auch sehr nice und hat auch eine richtig gute Breite und sowas. Also die passt mir sehr gut. Okay, wow. Mir ist gerade einfach aufgefallen, dass ich mir wirklich die gleiche schwarze, die ich gerade hatte, die ich mir bei ASOS bestellt habe, auch bei Zalando bestellt habe. Das war mal wieder typisch Johanna. Aber naja, immerhin ist es eine andere Farbe, ne? Aber gut, ich brauche die eigentlich fast gar nicht anprobieren, weil sie mir sowieso dann passen wird. Aber ich mache es trotzdem, weil es eine andere Farbe ist. Also ich habe hier jetzt auch extra mal so eine weiße Unterhose drunter gezogen, damit man da auch nichts durchsieht.
Genau, also das würde ich euch auch empfehlen, weil ich glaube, dass man bei dem Stoff schon was durchsehen könnte. Mir hat es auf jeden Fall mal einen Zopf gemacht, weil das mich so krass genervt hat, irgendwie meine Haare. Ich weiß nicht, immer wenn ich mich umziehe, dann kriege ich so Aggressionen, gell? Auf jeden Fall als nächstes habe ich so eine weiße Jogginghose. Hilfe. Und ich weiß noch, dass da irgendwie bei den Bewertungen stand, dass man die kleiner nehmen soll, weil die groß ausfällt. Aber ich habe meine jetzt in 36, 38. Ich muss sagen, mir passt die wirklich perfekt. Also ich hätte die jetzt auch, also ich weiß nicht, ich glaube, kleiner hätte mir gar nicht so gut gepasst. Auch von der Länge und so. Also ich finde die so richtig gut auf jeden Fall. Und war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, die größer zu nehmen. Wie ihr seht, hatte ich hier auch noch so einen Schriftzug. Da steht so Illinois drauf und es ist auch, warte, ich versuche euch das zu zeigen. Das ist so da richtig geil so drauf gemacht. Finde ich auf jeden Fall richtig nice. Und ich wollte schon die ganze Zeit so eine weiße Joggers. Deswegen bin ich auch voll froh, dass ich die jetzt habe. Also die Länge ist wirklich perfekt bei mir. Richtig nice auf jeden Fall. Dann das hier ist mein nächstes Oberteil. Das finde ich auf jeden Fall auch richtig cute, auch hinten so. Und ich finde, darunter braucht man auch nicht unbedingt ein BH, weil das stützt es eigentlich voll gut schon. Und ja, finde ich auf jeden Fall cute. Es hat auch diesen, ich weiß nicht, wie man den Stoff nennt, aber so wie so Schwimmanzug. Und irgendwie mag ich das voll. Also ich finde es voll angenehm auf der Haut, weil es immer so ein bisschen so kühl hält und so. Und ja, finde ich auf jeden Fall richtig schön. Als nächstes Oberteil habe ich hier so ein süßes grünes. Das hat seitlich so Schleifchen und hier ist es so zusammen. Gedingst. Ich drehe gerade ein Video. Ich ganz kurz. Das ist auch eigentlich, dass das hier so ein bisschen längere Träger hat, weil normalerweise haben meine Oberteile immer nur so Spaghetti-Träger. Aber das finde ich eigentlich richtig schön. Und ja, von hinten ist eigentlich ziemlich unspektakulär, aber ich finde es ganz süß so. Es ist zwar ein bisschen basic, aber trotzdem irgendwie so, hat so einen kleinen Akzent hier seitlich, ne? Finde ich richtig schön auf jeden Fall. Und die Farbe finde ich auch voll nice, also weil es ist so ein Mintgrün, würde ich sagen. Und ja, ich liebe generell grün übelst. Dann kommen wir langsam auch schon zum Schluss. Und mein letztes Teil sind einmal so zwei Hosen. Das sind halt auch so Radler-Shorts. Ich weiß nicht, ob man merkt, dass ich die feiere. Aber ja, die finde ich halt richtig nice. Und die hier haben auch so voll den dicken Stoff. Die sitzen zwar so voll gut, wie man so sehen kann. Also ich mag das von der Länge, dass sie bis hier hingehen. Aber das einzige Problem, was ich damit ein bisschen habe, ist, dass die hier seitlich so ein bisschen abstehen. Also das sieht man jetzt nicht so arg und es geht auch voll. Das ist jetzt nicht so irgendwie voll das Problem. Also damit ihr halt schon mal so Bescheid wisst, dass die halt so ein bisschen locker hier oben rum ist. Und ja, aber sonst finde ich die auf jeden Fall richtig nice. Die ist halt super blickdicht und auch richtig bequem. So, das war es dann auch schon mit dem Haul. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Abonniert auf jeden Fall auch meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das würde mich sehr freuen. Genau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal.